Herzlich willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge. Möglich. Könnte noch eine dazwischen kommen, also kurz vorm Finale, bevor wir springen. Und jetzt wird's eisig. Mal ein bisschen hoch drücken hier. Weil die Schallenergie nimmt, glaube ich, immer noch ab. Man sieht es nicht, weil die Dinger so lang sind. Aber... zu früh. Oh, kein Risiko eingehen, würde ich sagen. Sicherheitshalber. Ich glaube, so kann man auch die eigene Energie hochhalten. Mantel ist auch irgendwie fester, ne? Kommt mir das nur so vor. Diese Reise läuft ziemlich gut eigentlich. Achso, hüp. Ich hab's auch noch nie über diese eine Brücke geschafft. Ich bin immer runtergefallen. Nur links, also war ich glaube nicht.
Diese Geräusche, die machen jetzt echt toll. Diese Steinviecher. Was? Wieder war was? Scheiße, jetzt vereisen wir. Ganze Energie für den Arsch. Ja. Nö. Komm später. Ich glaube, das soll die. Der meint die Höhle. Wahrscheinlich. Machen wir jetzt Hütchenspiel oder? Solange ich noch schreien kann, mache ich's. Ist unmöglich, alle zu finden. Aber da muss man eine Lösung haben. Ich habe es ja auch nicht anders hingekriegt. Aber ist cool. Oh, achso, lass mal warten. Ich gehe einfach vor. Gehe einfach schon mal weiter. Oh, jetzt kommt. Das kenne ich aber anders, Spiel. Kam jetzt. Jetzt kam das schon? Nö. Oder? Also hier Linksgang bin ich auch noch nicht, aber da kommen wir direkt zum Tunnel. Die hören nicht mal rufen, ne? Auch gar, wir haben übrigens immer dieselben Symbole. Ach, dadurch unterscheiden die sich auch erst.
Das ist eigentlich schon Luxus, dass wir so viel Schallenergie hier mitschleppen. Schnell das auch wieder weggeht, ne? Ich komme mir schon fast so ein bisschen vor, als wären diese Dinger, ich erinnere mich irgendwie jetzt plötzlich an die Gehilfen vom Weihnachtsmann oder so mit diesen Pelzen. Sieht das ein bisschen aus wie so ein Pelz. Boah, das ist echt brütend warm hier. Bling! Wir sollten aber gleich Unterschlupf finden da hinten. Ah, Oh, ich bin's nicht, der ist angegriffen. Hä? Ja, ich bin der ist angegriffen. Ah, Autsch. Ja, ich komm nicht so schnell dahin. Gerade die Hälfte meines Schalls verloren wegen dem Scheiß. Ja, ich bin's. Scheiße. Schon wieder? Oh ne, da. Oh Mann. Oh ne, das ist ja unfair. Ja, helf mir. Ich hab kaum Energie. Ich geh jetzt hier rein. Ich versuch's zumindest. Weg. Ich traue dem Braten noch nicht. Ich höre ihn doch. Ich kriege gar keinen Schall mehr ab. Oh, ist das bitter. Ich sehe noch nicht mal mehr was. Keine Anzeige mehr. Mein Schal, ey. Guckt euch das an. Das ist alles weg. Ich hab nichts mehr. Ich hab zwei Angriffe weggesteckt. Drei, glaube ich, ne? Ne, zwei. Oh, Alter. Der erste hat mein Schal in Fetzen gerissen im Alpen und der zweite hat ihn fast ganz abgekappt. Ich hab kein Leben mehr. Auf 20% runter. Ich glaube, einen dritten Angriff hätte ich nicht überlebt. Das wäre dann mein Tod gewesen. Aber ich glaube, durch meine Flucht, weil ich weggegangen bin, habe ich den anderen das Leben gerettet. Oder den Schal. Es muss auch eine Errungenschaft, den Schal nicht zerreißen zu lassen. Aber ich glaube, eher im Untergrund. Thank you.
Was hat mich jetzt nach unten beschleunigt? So, ich habe gar keine Schallenergie mehr gehabt. Kling. Ich weiß immer noch nicht, wie man hier... Da hinten meine ich. Achso, jetzt pustet uns das hier hin. Ja gut, das geht auch. Ich glaube, hier muss man einfach nur früh genug hoch und dann rechtzeitig wieder rechts rein. Geil, ich habe es zum ersten Mal geschafft. Ich habe es sonst nie geschafft. Nee, wir haben schon verkackt. Man fällt hier doch locker immer runter. Was? Nee? Boah. Alter, zum ersten Mal geschafft über diese dämliche Brücke. Hammer. Nice. Hier. Da ist doch nichts. Da ist doch nichts. Was soll denn da sein? Also ich glaube, da ist nichts. Ich weiß das nicht mehr. Da ist einfach nur, da unten ist das Becken für die, die runterfallen, weil sie zu doof sind, gegen den Wind anzukämpfen. So wie ich dreimal. Standbild. Oh, mit dem Blitz im Hintergrund. Wie nice ist das denn bitte? Thumbnail des Todes. Ja, das wird schon die letzte Folge. So, hast auch keinen Schall mehr übrig. Den muss man nicht verlieren. Ganz schön lange, ne? Okay, ich nehm's zurück.
Ich hab Durst. Und wir werden immer langsamer. Fast zeitgleich. Wie cool. Ah, ich bin der Letzte, der umkippt. Ja, danke YouTube, dass ich gleich wieder auf dieses Video Content-ID bekomme, weil die Credits laufen werden. Naja, es ist halt so. Ich würde ja gern verhindern, dass Werbung vor den Videos läuft. Ich glaube, wir werden wirklich nur ein Spieler am Ende gesehen. Am Ende gesehen. Mein Deutsch wird auch immer besser. Oh, die Augen sind noch auf. So, die Augen bleiben also immer auf bei dem. Wie ist es eigentlich? Bin gespannt, wenn man hier als Weißer durchgeht. Das will ich auch unbedingt mal durchspielen. Bäm! Gleich vorbei. Ich traue immer noch meiner vergeigten Torerfolg-Geschichte nach. Ich finde es immer noch scheiße, dass es nicht geklappt hat. Ach Mann. Das ist so weiß, ich sehe gar nichts mehr. Aber Twitch müsste das ja auch sperren, das Video. Wobei, ich habe gar nicht nachgeguckt. Die machen ja immer Ton aus, das haben sie bei mir auch gemacht.
Oh, wir kamen schneller durch. Ich habe noch nie nach hinten geguckt bei dieser Szene. Ich möchte mal nach hinten gucken. Zack. Sehr gut. Hammer. Jo. Achso, man kann ja nicht mal. Kann man irgendwie einen Daumen nach oben machen, irgendwie so? Ich versuch mal. T. Mist, ich kann kein. Kann man T machen hier? T. R. Mist, ich kann meinen Namen nicht schreiben. Das wird sofort wieder weggewischt. Vor allem, ich habe nicht diese View-Reichweite, sehe ich gerade. Habt ihr das gerade gesehen? Das ging wieder weg. Genau, machen wir Schluss. Das ist gut. Ey, geil. 21:52. Ich habe schneller gebraucht als das Spiel. Also schneller gebraucht als gedacht. Sagen wir es mal so. Ich habe 20 Uhr diesmal begonnen. Mit Verzögerung, weil bei mir das Mikrofon gehakt hat. Da bin ich ja gut durchgekommen, ne? Gar nicht mal so schlecht. Hammer. Das heißt, Session 5 wird kürzer. Das kann ich euch schon mal garantieren. Wo ich nicht weiß, ob wir dann neue Punktierung kriegen. Das muss ich mal gucken gleich. Ich würde also eine Ausnahme bei dieser Session machen. Und kurz mal den nächsten Run anschneiden. Den aber nicht machen. Guck mal, so viele Icons. Das sind alles Spieler gewesen wahrscheinlich, die das Spiel durchgespielt haben. Und ich habe halt dieses persönliche. Ist wahrscheinlich zufallsgeneriert. Es gibt eine Errungenschaft, trifft 10 verschiedene Spieler. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Ich glaube, da musst du jedes Mal Forst rausspringen. Alter, das sieht aus, als wären wir jetzt alleine. Yeah, ich hab mal einen First Run dabei geholfen. Ein First Runner dabei geholfen durchzuspielen. Schön, war mir eine Ehre. Wir haben nicht alle Symbole. Hatte ich aber auch nicht bei meinem ersten One. Aber dafür gibt es Partner. Spiele das Spiel für den Großteil der Reise mit demselben Partner und kehre zurück. Das ist auch eine Errungenschaft, die man dann bekommt dadurch, dass man halt das Spiel so durchspielt. Ja. Und jetzt kriege ich Content-ID-Treffer. Weil genau dieses Lied nämlich da drin steckt. Ich hasse es. Es ist doof. Aber ich kann es nicht ändern. Genießen wir es. Das war Session 4. Gibt
halt schon noch Dinge, die ich ausprobieren will. Ich will unbedingt diese dämlichen Tore haben. Die haben noch nicht mal alle Stoffe. Ich habe gar keinen Erfolg gehabt. Ah ja. Ted Kocher. Er kocht den Ted. Kim Kong, auch nicht schlecht. Ich habe gerade Yoshida gelesen, da kriege ich Angstzustände, wenn ich das lese. Das erinnert mich an Soma. Ich kann übrigens auch empfehlen, spielt. Das habe ich im Intro vom Click nicht stream. Spielt Ori and the Blind Forest und dann Will of the Wisp, aber schaut meine LP dazu. Das ist auch ein geiles Spiel. Auch mit dem super Soundtrack. Das kann ich auch echt empfehlen, das Spiel. Ich habe jetzt im Stream keine Zuschauer, das interessiert mich auch nicht. Aber es ist einfach würdig, gespielt zu werden. Und ein anderes Spiel, was ich auch gespielt habe mit vielen Rätseln, ist Seasons After Fall. Oder Unravel. Das sind auch so kleine Indie-Spiele, die gehen nicht lang. Sind so kurze Spiele theoretisch. Die Wüste ist so dermaßen krank und geil. Ja, das Standbild habe ich verursacht. Ich wollte unbedingt noch mal ein Bild haben davon. Er ist jedes Mal da unten, der eine. Boom. Und schon ist ein neuer Spieler gestartet. Session 2, 4, 5. Session 5 ist gestartet. Ja, mache ich jetzt nicht. Machen wir nächste Woche. Und, wen haben wir getroffen? Nubat. Jo. Nubat. Einziger Spieler. Getroffen an der Wüste und dann bis zum Gipfel hoch. Schön. Auch eine coole Reise. Einmal komplett bis zum Ende. Und die Sonne geht wieder auf. Jetzt will ich mal kurz gleich gucken, wie dieses Ornament ist. Dazu muss ich nur Start drücken. Ankotzt mit diesen Toren, ey. Ich glaube, ich werde jetzt gleich mal in Weiß reinspringen. Ich will es erst. Was soll ich das denn machen? Eigentlich ist das Stream durch. Wir haben auch keine Ornamente mehr, ne? Also, da ist. Oder?
Doch, das hat sich was verändert. Guckt euch das an. Das hat sich definitiv verändert. Also machen wir noch eine fünfte Session, oder wie? Das sieht fast danach aus. Gut. An dieser Stelle danke fürs Zusehen. Zur Startseite zurück. Ja. Das war Journey Session 4. Beim nächsten Mal sammeln wir uns die... Ja. Machen wir einfach noch eine Reise, würde ich sagen. Noch eine Reise. Und dann müssten wir eigentlich Weiß spielen können. Ich glaube, bei Session 6 wäre dann Schluss. Oder können wir ein anderes Spiel spielen? Jo. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao. Nachtrag. Ich kann vermelden. Ich hab alle Tore passiert. Das ist nicht das Einzige. Ich habe auch alle Stoffkreaturen gefunden. Offenbar alle 5. Und triff mindestens 10 einzigartige Reisende. Das zählt also doch mit. Unterschiedliche Spieler. Geil! 3 Errungenschaften, also was doch cool. Dann fehlt mir als nächstes nur noch Rückkehr. Geil. Schön. Ich habe alle Errungenschaften fast. Nice. Jetzt freue ich mich richtig. So, jetzt kann ich beenden. Tschüss.